So, guten Morgen. Ich darf Sie zur Vorlesung begrüßen. Letztes Mal, in der letzten Vorlesungsstunde, haben wir die Reibung besprochen, die Phänomene der Haftreibung und Gleitreibung. Ich bin nicht ganz fertig geworden, möchte Ihnen noch eine Sache zeigen, und zwar die Situation, dass wir hatten das schon im Versuch, in einem einfachen Demonstrationsversuch gesehen, mit dem Katalog auf dem Tisch, den ich angekippt habe, die Haftbedingung. Also wie lange kann ein Objekt haften auf der Oberfläche, wenn ich so den Anstellwinkel vergrößere. Und hier ist eben eine schiefe Ebene gezeichnet mit irgendeinem Klotz, der hier drauf gelagert ist, Reibung erfährt an der Oberfläche. Und was Sie natürlich wissen, ist, es wirkt die Gewichtskraft hier Fg. Und ich möchte daraus jetzt die Bedingung herleiten, sozusagen die Haftbedingung, also bis zu welchem Neigungswinkel das Ganze noch haften kann. Und ich frage mich, was ist der maximale Anstellwinkel ohne dass es zu einem Abrutschen kommt. Sie haben dann auch letztes Mal gesehen, wenn es mal ins Rutschen kommt, dann ist der Reibungskoeffizient, der relevante Reibungskoeffizient, nicht mehr der Haftreibungskoeffizient, sondern der Gleitreibungskoeffizient, und der ist geringer. Das heißt, wenn es mal rutscht, dann rutscht es auch weiter und wird dann eben mit einer bestimmten Beschleunigung, also erfährt eine bestimmte Beschleunigung und rutscht dann in der Form einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung dann herab. Aber was ist jetzt die Bedingung? Wir müssen die Gewichtskraft Fg gleich m, klein m mal g, g vektoriell, also nach unten gezeigt, die Erdbeschleunigung, zerlegen in eine Komponente, und das ist immer wichtig bei solchen Aufgaben, in eine Normalkomponente senkrecht zur Oberfläche und eine Tangentialkomponente entlang der Oberfläche. Deshalb, weil die Normalkomponente, die kann genau kompensiert werden durch die Oberfläche. Also die deformiert sich ein klein bisschen unmerkbar, sozusagen die Deformation kann man in vielen solchen Problemen komplett vernachlässigen, aber die bewirkt eine rücktreibende Kraft senkrecht zur Oberfläche. Und dann bleibt die Tangentialkomponente übrig. Also wir zerlegen das jetzt eben in die Komponente normal. Das ist der Kraftvektor, der entsprechende. Und in eine Komponente tangential. Und diese Kraft wird eben jetzt ausgeglichen durch die Normalkraft der Oberfläche, und die muss, wenn es haftet, ausgeglichen werden durch die Haftreibung. Also Ausdruck ist natürlich jetzt einfach: Fg senkrecht ist einfach die Gewichtskraft und dann Cosinus des Anstellwinkels und die parallele oder tangentiale Kraftkomponente ist Mg Sinus Theta. Und das ist die Normal- und das ist die Tangential-Komponente der Gewichtskraft. Okay, so, und was ist jetzt die maximale Haftkraft? Die ist gegeben Fs, S stand für statische Reibung, Fs Max, ist gleich Reibungskoeffizient μs mal Betrag der Normalkraft. Und von der Normalkraft wissen Sie, dass Sie eben genau diese Komponente, also die Normalkraft ist die Kraft, die jetzt hier von der Oberfläche ausgeübt wird aus dem Klotz, und die muss diese Komponente, diese genau kompensieren. Ich kann das also schreiben als μs mal mg Cosinus Theta. Das ist die maximale Haftkraft. Und die Bedingung ist jetzt, dass die muss größer sein als die
Tangentialkomponente der Gewichtskraft. Das wäre die Bedingung. Und diese Bedingung, die stecke ich jetzt hier rein und sage, dass Fg parallel ist dieses Ng, also das muss größer sein als Ng Sinus Theta. Und wenn ich das umforme, hier sehen Sie μ s, Mg Cosinus Theta größer als Mg Sinus Theta. Mg kann ich rauskürzen und bekomme dann einfach die Bedingung Tangens des Winkels Theta kleiner gleich μ und dann μ s. Das wäre die Bedingung. Ja, das heißt also, wenn Sie, was man so maximal erreicht, liegt in der Größenordnung von, ja, da ist der Koeffizient ziemlich genau 1. Letztes Mal das Beispiel Gummi auf Asphalt, Zahlenbeispiel. Stellen Sie sich sozusagen jetzt einen Gummiklotz vor, der auf einer asphaltschiefen Ebene liegt. Und dann ist der Tangens, muss kleiner gleich 1 sein. Das heißt, 45 Grad ist der maximale Winkel, der da möglich ist. 45 Grad Steigung. Aber natürlich in anderen Fällen, Teflon auf Teflon, wäre das Ganze wesentlich geringer. Da werden es nur ganz wenige Grad Anstellwinkel, bevor das Ganze zum Rutschen kommt. Also das noch zu dieser, zu der Reibung hier. Was ich Ihnen hier erzählt habe, gilt für, ich hatte es kurz erwähnt letztes Mal, Reibung auf trockenen Oberflächen. Also wenn die Oberflächen sozusagen eingeschmiert sind, Schmierseife, Öl oder sonst etwas, dann wird es komplizierter. Aber ich möchte Ihnen jetzt zwei Gesetzmäßigkeiten hinschreiben, die doch wichtig sind. Ich weiß nicht, ob wir im Verlauf der Vorlesung noch Zeit haben werden, das genauer zu diskutieren. Ich möchte es aber auf jeden Fall mal hinschreiben. Und zwar geht es um Reibung in Flüssigkeiten und Gasen. Und da tritt jetzt eine Sache auf, die unterschiedlich ist von der Reibung auf der trockenen Oberfläche, die ich gerade erklärt habe, nämlich dass die Kraft abhängig ist von der Geschwindigkeit. Also bei der Reibung, wie wir sie diskutiert haben, der Gleitreibung, ist es so, wenn es mal ins Gleiten kommt, ist die Reibungskraft gleich und hängt nicht davon ab, mit welcher Geschwindigkeit es genau gleitet. Es ist natürlich eine gewisse Näherung und stimmt nicht genau, aber es ist mal im Wesentlichen unabhängig davon. Wenn dem hier die Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ganz wichtig ist, sowieso. Im Allgemeinen ist das kompliziertes Phänomen. Wenn sich irgendwie ein Objekt durch eine Flüssigkeit bewegt, oder durch Luft mit hoher Geschwindigkeit passieren komplizierte Dinge, nämlich irgendwann bilden sich Wirbel und das ändert dann die Reibung sehr stark. Aber zwei Fälle kann ich schon diskutieren, obwohl es im Allgemeinen ein kompliziertes Phänomen ist. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, eine Kugel. Mit Radius R, die sich langsam durch eine Flüssigkeit bewegt. Betonung liegt hier auf langsam. Dann ist die Strömung nämlich relativ einfach um die Kugel herum. Dann gibt es eine sogenannte laminare Strömung ohne Wirbel. Und dann kann man das beschreiben durch ein Gesetz dieser Art. Es gibt eine Reibungskraft, die ist vom Betrag her gegeben als 6 Pi. Dann gibt es einen Koeffizienten Eta. Und dann gibt es eine Proportionalität zum Radius der Kugel und zur Geschwindigkeit. Das hier ist die sogenannte Viskosität. Den Begriff haben Sie sicherlich schon mal gehört. Ich bin nicht sicher, ob ich darauf nochmal zurückkommen kann in der Vorlesung, also in der 1a sowieso nicht, aber in der 1b vielleicht.
Und was vor allen Dingen wichtig ist, ist hier das hinten, die Proportionalität zur Geschwindigkeit. Das ist ein häufiger Fall der Reibung, dass die Reibungskraft, die entsteht, sich proportional zur Geschwindigkeit des Objekts, des sich bewegenden Objekts ergibt. Das ist zum Beispiel eine Annahme, die man macht, wenn man gedämpfte harmonische Schwingungen betrachtet, werden wir noch machen in der Vorlesung, dann führt das zu einem einfachen exponentiellen Abklingverhalten der Schwingung. Aber hier möchte ich es nur mal hinschreiben, ich möchte einmal Viskosität erwähnen und ich möchte vor allen Dingen betonen, hier gibt es eine Proportionalität zu V, während bei der Gleitreibung es diese Proportionalität nicht gibt, unabhängig davon. Ein weiteres Beispiel, wenn sich jetzt ein Objekt schnell bewegt durch die Luft, das ist zum Beispiel der Fall beim Pkw, der auf der Autobahn herumrollt. Bei einer schnellen Bewegung, ich unterstreiche mal langsam und schnell, das ist der Unterschied, schnelle Bewegung durch Luft, das ist zum Beispiel auch bei einem freien Fall, wenn sich dann irgendwann eine konstante Endgeschwindigkeit ergibt, lässt sich das dadurch ganz gut beschreiben. Wenn ich eine Substanz habe mit Dichte Rho und einer effektiven Fläche A, dann möchte ich die Reibungskraft zumindest mal hinschreiben, bekomme ich F gleich 1/2 Groß C Rho A. Und dann kommt die Geschwindigkeitsabhängigkeit und es ist jetzt keine Proportionalität mehr, sondern es ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Das ist das Entscheidende. Also das da vorne können Sie vergessen eigentlich im Moment. Wichtig ist mir noch der Koeffizient Groß C und das ist der sogenannte Luftwiderstandskoeffizient. Und das ist die Situation, die relevant ist, wie schon gesagt, wenn sich ein Auto auf der Autobahn bewegt, dann ist die Kraft, die dem durch den Luftwiderstand entgegenwirkt, nicht proportional zur Geschwindigkeit, sondern sogar zum Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, die beschleunigen von 100 Stundenkilometer auf 141, das ist also gerade ein Faktor Wurzel 2, dann gibt das, hier wirkt eine doppelte Kraft ihnen entgegen. Okay, das wollte ich noch kurz erwähnen, also Reibung wie oben, geschwindigkeitsunabhängig, hier proportional zu V und hier proportional zu V². Frage ist, was heißt langsam und schnell? Das ist nicht so einfach zu beantworten, man muss also gewisse Kriterien aufstellen, wann es zur Änderung der Strömung kommt, also von einer sogenannten laminaren, gleichmäßigen Strömung zu einer Strömung mit Wirbeln und da gibt es bestimmte Kriterien, das geht aber jetzt zu weit hier in der Vorlesung. Ich wollte nur diese andere Arten der Reibung wenigstens einmal erwähnen. Gut, das war wieder mal ein Abschnitt zu Ende, also Abschnitt 2.3, Kraft und Bewegung in der Vorlesung. Es kommt dann nach 2.3 wahrscheinlich der Abschnitt 2.4 und das ist ein Abschnitt, der von der Energie handelt, dem Begriff der Energie. Auch wieder ein sehr wichtiges, grundlegendes Kapitel. So, was ist Energie? Es ist eine extrem wichtige Größe, in der wir in der Physik umgehen. Ja. Was ist relevant für die Prüfung? Also, bei der Physik, wie ich sie betreibe und wie Sie sie betreiben sollten in Ihrem Studium, geht es nicht darum, irgendwelche blöden Formeln auswendig zu lernen, sondern es geht darum, wirklich Zusammenhänge zu verstehen und diese sozusagen sogenannte Skalierung oder Proportionalitäten, die sind sehr wichtig dabei. Also worauf ich Wert lege, ist, dass Sie wissen, also dieses Tafelbild war ohnehin mehr eine Nebenbemerkung. Ja, weil ich also die normale Reibung diskutiert habe und wollte nur ergänzen. Und was wichtig ist, ist also von der Physik her für mich,
die ganzen Vorfaktoren, der ganze Quatsch, interessiert mich nicht, vergesse ich sowieso immer. Aber wichtig ist, es gibt eben Reibungen, die im gewissen Bereich proportional zu Geschwindigkeit, also das möchte ich, dass Sie mitnehmen. Es gibt eben Reibungen, wie diese Reibung auf getrockneten Oberflächen, die in erster Näherung mal geschwindigkeitsunabhängig ist. Es gibt aber auch Reibungsformen, wo es zu einer starken Geschwindigkeitsabhängigkeit kommt. Und es gibt gewisse Fälle, wo man es proportional zur Geschwindigkeit und proportional zu V² beschreiben kann. Das möchte ich, dass Sie das mitnehmen in dem Fall. Aber hier ist das nur eine Nebenwirkung. Und generell gilt, dass sozusagen auswendig Lernen von Formeln und so weiter ist eigentlich relativ sinnlos. Wenn Sie die Physik, die da drin steckt, irgendwie verstehen, dann hilft Ihnen das auch für die Prüfung. Ja. Und Sie werden sehen, die Prüfung, vielleicht sage ich dazu ein paar Worte. Ich habe es zwar schon gesagt, aber vielleicht wird Ihnen die Bedeutung des Ganzen erst so mit der Zeit klar. Aber vielleicht sollte ich auch noch was anderes dazu sagen. Die Veranstaltung Physik 1a, Vorlesung und Studieneingangsphasen, nein, wie heißt die? Studienorientierungslehrveranstaltung, SL. Okay. Diese Veranstaltungen sind sozusagen Prüfungsbestandteil der Studieneingangs- und Orientierungsphase, kurz STEOP genannt. So, und was hat das für eine Konsequenz? Das hat eine Konsequenz, dass es danach eine harte Prüfung gibt zu dieser STEOP, die Sie, also der erste Termin ist im Dezember, die Sie maximal zweimal wiederholen können bis zum Ablauf des Semesters. Und wenn Sie bis dahin die STEOP nicht erfolgreich absolviert haben, dann ist aus mit dem Physikstudium, fertig. Okay, und im Gegensatz zu anderen Dingen, wo Sie Proseminare haben, in der Mathematik und anderen Dingen, da haben Sie die Proseminare und Sie müssen die dann, Sie müssen die halt abschließen. Und wenn Sie es nicht schaffen, können Sie es im nächsten Jahr wiederholen. Oder gegebenenfalls nochmal im übernächsten. Und es gibt ja da bis zu 5 Prüfungsantritte, was an sich völliger Schwachsinn ist, aber das ist ein anderes Kapitel. Es ist mal so, es sind 5 Prüfungsantritte. Während dem bei der Studieneingangsphasen, bei den Prüfungen, Physik 1a ist das im Wesentlichen, gibt es maximal diese 3 Prüfungsantritte und es muss alles bis zum Semesterende inklusive der vorlesungsfreien Zeit abgeschlossen sein. Sonst ist aus, sonst geht es nicht weiter im Studium. Okay, das sind die Spielregeln. Und bitte schauen Sie sich genau an Informationen auf dem Internet. Ich habe das auch verlinkt vom OLAT. Was bedeutet diese Studieneingangs- und Orientierungsphase? Es gibt jetzt ein paar Seltsamkeiten da drin. Also mir ist jetzt aufgefallen, wir bei den SL-Veranstaltungen geben wir Übungsbeispiele und geben Ihnen auch Hausübungen. Aber die Regeln sind, ob sie sinnvoll sind oder nicht, mag dahingestellt sein, die Regeln sind so, dass wir diese nicht bewerten dürfen. Ja? Das ist nur ein freiwilliges Angebot für Sie, die Dinge zu rechnen, ja, und damit zu üben. Und wir versuchen, sie so zu gestalten, dass es Sie bestmöglich auf diese STEO-Prüfungen vorbereitet. Nun beobachten wir in den SL-Prüfungen, dass nur etwa die Hälfte von Ihnen überhaupt das Angebot wahrnehmen und die Sachen rechnen und abgeben. Wir interpretieren das so, dass es natürlich in anderen Fächern, wie wahrscheinlich der Mathematik oder so, mehr unmittelbaren Druck gibt. Sie müssen Übungszettel sozusagen abgeben, rechnen in der Stunde. Das ist es Pflicht, eine gewisse Anzahl an Übungszetteln zu machen. Aber es ist im Grunde genommen das falsche Signal an Sie, denn die anderen Proseminare können Sie gegebenenfalls mehrfach wiederholen. Aber wenn Sie die SL und die Vorlesungsprüfung nicht schaffen innerhalb von der Zeit, ist aus mit dem Studium. Ja. Und einige von Ihnen gehen den Weg, der ist sozusagen vielleicht da, wo der meiste unmittelbare Druck ausgeübt wird. Die Sachen werden gemacht. Aber es ist eigentlich völlig falsch, denn bei der Veranstaltung Physik 1a, da geht es um alles innerhalb von einem halben Jahr. Deshalb kann ich Ihnen nur wirklich sehr, sehr, sehr nahelegen, möglichst all diese Übungsbeispiele, die wir Ihnen geben, in der Physik 1a zu rechnen. Und da komme ich jetzt auch noch zurück zu der Frage mit den Formeln. Formeln, braucht man die alle? Es ist so, dass die Prüfung im Wesentlichen eben aus Übungsbeispielen besteht. Sie sollen den Stoff anwenden. Es geht darum, Sie kriegen einfache Übungsbeispiele, sollen dann ausrechnen dies und das. Und da hilft Ihnen Formel auswendig lernen meistens sehr, sehr wenig, sondern Sie brauchen diese Fertigkeit, dieses Geschick, wirklich diese Dinge anzuwenden und zu rechnen. Und dafür sind die Übungsbeispiele, die wir in den SL-Veranstaltungen geben, da. Also ich kann Ihnen nur ganz dringend nahelegen, diese Sache sehr ernst zu nehmen
und nicht daraus zu schließen, weil wir keinen unmittelbaren Druck ausüben können, dass die Sachen weniger wichtig sind als andere Dinge, wo der unmittelbare Druck da ist. Okay, gut, mal tief durchatmen. Also es wird bei der erfahrungsgemäß, ich mache das Geschäft jetzt schon über 10 Jahre hier und ich weiß ganz genau, bei der ersten Prüfung zu der SL-Veranstaltung wird ein ziemliches Schockerlebnis sein bei vielen von Ihnen, weil wir immer wieder beobachten, dass diese Fähigkeit, den Stoff anzuwenden und einfache Sachen zu rechnen, die wirklich extrem einfach sind, dadurch, dass viele von Ihnen es in der Schule nicht so geübt haben, dann lernt man halt mal ganz einfache Zusammenhänge auswendig, ein paar Formeln und dann ist die Physik erledigt. Aber dieser Schritt, die Sachen anzuwenden, ist von vielen von Ihnen nicht richtig geübt und dann gibt es ein ziemlich böses Erwachen. Das nur als sehr gut gemeinte Warnung. Gut, sind Sie jetzt mental vorbereitet auf den nächsten Abschnitt? Okay, also die Energie. Sie haben ein Problem kennengelernt oder eine Situation des freien Falls, wo wir eine Kugel nehmen. Und diese Kugel einfach mal fallen lassen von der Höhe h bis zu einer Höhe 0. Okay. Und wenn wir das tun und mal die Reibung jetzt vernachlässigen, die vergessen wir ab sofort immer wieder für eine Weile, dann fällt die Kugel herunter. Sie können aus den Bewegungsgleichungen ausrechnen, wie schnell die dann ist. Sie haben eine Geschwindigkeit v, vektoriell, in dem Fall nach unten gerichtet. Und diese Geschwindigkeit vom Betrag her kann man leicht zeigen, ist Wurzel 2gh. Okay, wenn wir den Versuch etwas abwandeln, und lassen einfach mal einen Schlitten oder einen Schlitten reibungslos hier herunterrutschen, eine schiefe Ebene, die unter einem beliebigen Winkel jetzt steht. Und wir vernachlässigen weiterhin die Reibung und wir messen dann unten die Geschwindigkeit, mit der das Ding ankommt. Dann bekommt man auch ein gewisses Ergebnis, das können Sie schon ausrechnen. Und Sie werden feststellen, es gibt eine Geschwindigkeit v hier. Hier gibt es eine Geschwindigkeit v nach unten, das ist jetzt natürlich ein v mit einer anderen Richtung. Aber Sie werden feststellen, dass vom Betrag her, von der Länge des Vektors, sind die beiden Geschwindigkeiten gleich. Egal wie ich den Winkel wähle, auch wenn ich zum freien Fall übergehe, die Geschwindigkeit vom Betrag her ist immer gleich. So, und das Ganze gilt auch, wenn ich die Situation komplizierter mache. Wenn ich also jetzt eine Bahn habe, die eine Form, sagen wir mal sowas hat. Ja? Und jetzt einen Schlitten hier runtergleiten lasse und wenn weiterhin gilt, Reibung spielt keine Rolle, dann werde ich feststellen, dass dieser heruntergleitende Schlitten hier eine Geschwindigkeit hat ja, v und wir werden feststellen, dass die Geschwindigkeit hier auch wieder gleich ist von den Geschwindigkeiten da. Den Pfeil mache ich ein bisschen länger, damit er so lang ist wie die anderen Pfeile. Die Geschwindigkeit ist vom Betrag her immer gleich. Hier können Sie es noch sehr einfach mit den Ihnen jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln ausrechnen, wie die Geschwindigkeit ist. Hier können Sie das auch, aber hier können Sie es nicht. Denn die Bewegung hier zu beschreiben, welche Kraft wirkt, die Richtung ändert sich dauernd, ist eine komplizierte Angelegenheit. Aber dennoch kommt wieder ein sehr einfaches Ergebnis dabei heraus. Okay. Also ich notiere zunächst mal diese Beobachtung, oder in dem Fall Behauptung, die aber stimmt, dass ich ohne Reibung
ergibt sich in all diesen Fällen stets eben diese Geschwindigkeit, wenn ich den Betrag nehme, V-Betrag ist gleich Wurzel 2gh. Interessant ist, dass der genaue Bahnverlauf gar keine Rolle spielt. Was da drin steckt, ist die Erdbeschleunigung und die Höhe. Und noch ein Faktor 2, aber das ist jetzt nicht so wichtig, numerische Vorfaktoren. Sie sehen auch von der Dimension her, Beschleunigung mal Höhe, Meter Quadrat durch Sekunde Quadrat Wurzel gibt die Geschwindigkeit. Also der genaue Bahnverlauf spielt keine Rolle. Irgendwo ist da eine gewisse fundamentale Vereinfachung da von diesem Problem. Wenn Sie es versuchen, mit Bewegungsgleichungen auszurechnen, welche Kraft wirkt als Funktion des Orts, und dann kriegen Sie komplizierte Bewegungsgleichungen, die Sie aufintegrieren müssen. Aber letztendlich kommt was Einfaches dabei heraus. Da muss irgendwas dahinter stecken. Wir fragen uns, woher diese Vereinfachung überhaupt kommt. Okay. Und Ihnen jetzt schon eine Antwort zu geben, das liegt einfach daran, dass wir Energien betrachten können, also, und dass es dann das Konzept, ganz wichtig in der Physik, der Energieerhaltung gibt. Und was hier passiert ist, es gibt eine sogenannte Energie der Lage, potenzielle Energie, und diese potenzielle Energie wird, wenn das zu einer tieferen Lage kommt, gibt es eine gewisse potenzielle Energie, die ist Masse mal Erdbeschleunigung mal Geschwindigkeit. Und diese potenzielle Energie wird umgewandelt in die sogenannte kinetische Energie, die Energie der Bewegung. Und die steckt eben hier drin und die hängt eben nur davon ab, vom Betrag der Geschwindigkeit, nicht von der Richtung von dem Objekt. Es könnte auch nach unten gehen und dann wieder hochkommen. Vielleicht sollte ich das noch einzeichnen, auch nur weiter. So, zack, auch wenn das passiert hier, dann ist unter Vernachlässigung der Reibung genau das Gleiche, nur dass sich die Geschwindigkeit umgekehrt hat. Und das ist eben die, liegt an der Energieerhaltung. Und das ist das, was ich Ihnen in dieser und der nächsten Stunde näher bringen möchte. Also betrachten wir die sogenannte kinetische Energie, Bewegungsenergie. Definition einer Größe, die den Bewegungszustand beschreibt. Wie genau, das ist eben jetzt Inhalt dieses Abschnitts. Und die Definition ist so, wir verwenden mal das Symbol groß K. Manchmal finden Sie in Büchern auch ein E für Energie mit einem Kin als Index. Wir verwenden, ich glaube, weil es der Halliday so verwendet, groß K ist ein halb m v Quadrat. Also ein halb m v Quadrat. Die Geschwindigkeit geht quadratisch ein, die Masse linear und dann gibt es noch diesen Vorfaktor 1/2. Das wäre die kinetische Energie. Oft wird das Symbol, ich schreibe es nur mal hier hin, E kin, auch in Lehrbüchern verwendet. Aber ich halte mich an die Notation aus dem Halliday, wo das Groß K verwendet wird. Jetzt ist die Frage, was hat das Ganze für eine Einheit? Wie messen wir die Energie? Die Einheit für die Energie, schauen wir uns das mal hier an, Geschwindigkeit zum Quadrat, hier ist also Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat und hier ist ein Kilogramm. Das ist also Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat. Und die entsprechende Einheit, die nennen wir Joule.
auch nach einem berühmten Physiker benannt, Joule. Und die Abkürzung ist ein Groß J, und das Groß J ist eben ein Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat. Das ist ein Joule. Interessanterweise, wenn Sie sich nur die Einheiten anschauen, können Sie das eben auch schreiben als Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat mal Meter. Und Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat haben Sie schon kennengelernt, nämlich als Kraft. Die Kraft. Ja? Die Kraft wird in Newton gemessen. Das heißt, schon jetzt, als einfach mal als interessante Bemerkung im Moment, und der ist schon an den Einheiten erkennbar. Und zwar ein Joule ist ein Newton mal Meter. Irgendwas wird das zu tun haben mit Kraft mal Weg, kann man daraus erkennen, schon an den Einheiten. Entschuldigung, dass ich immer so auf den Einheiten herumreite, aber es ist eigentlich was sehr Schönes, denn Sie können gewisse physikalische Zusammenhänge gleich erkennen, wenn Sie einfach die Einheiten oder sprich abstrakter die Dimensionen der Größen einfach analysieren. Wenn Sie zum Beispiel ein Übungsbeispiel haben, es gibt ein paar gegebene Größen, und es wird irgendwie ein Ergebnis gesucht, dann können Sie schon in den Einheiten sehen oft, wie muss ich diese Größen zusammenbasteln, damit ein Ergebnis mit der richtigen Einheit rauskommt. Und oft kriegen Sie so schon die richtige Lösung, bis auf einen Vorfaktor, eine reine Zahl, die Sie nicht kennen. Aber so kann man sich sehr viele Zusammenhänge schon leichter schließen. Und deshalb betone ich immer so die Sache mit den Einheiten. Okay, aber jetzt weg von den Einheiten im Moment. Jetzt möchte ich was anderes machen. Ich möchte Ihnen eben einfach mal ein Joule demonstrieren. Also, ein Joule. Was ist ein Joule? Sie werden sehen, ein Joule ist eben das, wenn Sie etwa 0,1 Kilogramm nehmen, 100 Gramm. Hier habe ich ein solches Gewicht. 100 Gramm. Und diese 100 Gramm, was ist denn da los? Ja. Stimmt das mit der Automatik nicht, der Kameraeinstellung? Okay, gut, das können wir jetzt nicht so schnell lösen. Ja, das ist, offenbar ist die auf manuell eingestellt, oder? Ich glaube, es geht auch so. Also jedenfalls, was ist ein Joule? Ein Joule ist eben jetzt, kann man sich ausrechnen, etwa, ich nehme ein 100 Gramm Gewicht, hier habe ich ein 100 Gramm Gewicht, und lasse das aus einem Meter Höhe fallen, und dann bekomme ich, ist die Bewegungsenergie, die dann steckt, ist ein Joule. Okay? Und dieses Joule möchte ich Ihnen demonstrieren. Sind wir bereit, oder? Schauen wir, was das. Ja, ist das gleiche Problem wieder. Okay, aber ich glaube, Sie sehen es auch so einigermaßen gut. Also ich demonstriere Ihnen das eine Joule, 100 Gramm Gewicht, das ist aus etwa einem Meter, das kommt jetzt nicht, ich messe jetzt nicht genau ab, schätze mal einen Meter, lasse es fallen. Naja, und dann hören Sie, es macht ein bisschen Lärm. Ein Joule. Ja. Okay, hier ist mein ein Joule. Ich kann das Ganze auch jetzt, was passiert, wenn ich es einen Faktor 10 größer mache? Ja? Und jetzt schauen wir mal, was passiert bei 10 Joule. Bei 10 Joule. Und dann macht es ein bisschen mehr Lärm. Also, das war die Energie von 10 Joule. Aber ich kann noch mehr. So, präparieren wir mal die Versuchsanordnung. Das heißt, Größenordnung mehr 100 Joule. Okay. Das waren jetzt 100 Joule.
Jetzt fragen Sie sich, kann das weitertreiben? Wie viel kann ich Ihnen noch demonstrieren? Machen wir mal einen gewissen Sprung. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was bei einem Gigajoule passiert. 10 hoch 9 Joule. Habe ich hier ein kleines Video. Diese Katastrophe löst eine Diskussion darüber aus, ob ein Atomkraftwerk. Moment, es stimmt irgendwas nicht mit meinem Video hier. Ob ein Atomkraftwerk den Anschlag eines Flugzeugs überstehen würde. In einem Test ließ man ein Kampfflugzeug vom Typ F-4 Phantom mit 800 km/h gegen eine Betonwand fliegen. Die Mauer hielt stand. Das Flugzeug wurde vollkommen zerstört, geradezu pulverisiert. Wäre dies die Wand eines Kraftwerks gewesen, hätte man sich keinerlei Gedanken um ein Sicherheitsrisiko machen müssen. Okay, also bei dem Experiment handelt es sich eben um ich habe es etwa abgeschätzt, also so ein Phantom-Düsenjet hat ein Leergewicht eine Leermasse, sollte ich sagen, von 15 Tonnen. Und die Geschwindigkeit bei dem Versuch waren 800 Stundenkilometer. Wenn Sie daraus eine kinetische Energie berechnen, kommen Sie auf etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, 800 Megajoule, also ein knappes Gigajoule. Das heißt, es sind 9 Größenordnungen mehr als sozusagen der erste Versuch und 7 Größenordnungen mehr als der letzte Versuch. Jetzt kann man sich fragen, kann man das Ganze noch weiter nach oben schrauben? Und dann gibt es tatsächlich einige Dinge, zum Beispiel hier gibt es Dinge, die noch ein paar Größenordnungen rübergehen. Also Sie finden auf YouTube diverse Videos zu Atombombenexplosionen und da sind noch einige Größenordnungen mehr Energie im Spiel, die da frei wird. Okay, so, das also, um Ihnen mal ein Gefühl der Größenordnung von einem Joule zu geben, wäre es das. Und wir wollen uns der Sache jetzt etwas näher widmen. Okay. Und zwar, worauf ich hinaus möchte, ich brauche einen Moment, um die Tafel freizukriegen. Worauf ich hinaus möchte, ist eben gerade dieser Zusammenhang, wo Sie sehen, dass die Energie irgendwas zu tun hat mit Kraft mal Weg. Und was ich jetzt tun möchte, ich möchte einfach mal nochmal betrachten, dass ein Körper, der eine anfangskinetische Energie hat, also wir betrachten einfach eine eindimensionale Bewegung mit einer anfangskinetischen Energie und dann wird dieser Körper beschleunigt über eine gewisse Strecke und wir rechnen dann aus, welche Energie resultiert daraus. Und wir werden das sozusagen von Spezialfällen ausgehend immer mehr verallgemeinern, bis wir dann den wirklich allgemeinen Zusammenhang da stehen haben. Also ich möchte einfach mal einen Körper beschleunigen mit einer konstanten Kraft von einer Anfangsgeschwindigkeit V0 bis zu einer Endgeschwindigkeit
V1 und möchte dann schauen, was macht die kinetische Energie. Soll eine konstante Kraft F wirken und die Beschleunigungsstrecke soll einfach ein Delta x gleich x minus x0 sein. Und das ist eine Situation, die Sie schon im vorherigen Kapitel betrachtet haben. Wir wissen, Newton 2, die Beschleunigung A ist einfach die Kraft durch die Masse geteilt. Und wie die Bewegung zu beschreiben ist, haben wir in den Kapiteln oder in den Abschnitten zuvor besprochen. Und ich habe jetzt eine Geschwindigkeit V1 oder V als V1 ist die Endgeschwindigkeit, eine Geschwindigkeit V als Funktion von T, die sich als V0 plus AT ergibt. T ist die Beschleunigungszeit. Ich kann die zurückgelegte Wegstrecke Delta X von T ausrechnen und die ist V0T plus A halbe T Quadrat. Und wenn ich das entsprechend umforme und die Geschwindigkeit V1 jetzt ausdrücke, als Funktion von V0 und eben der Beschleunigung der zurückgelegten Wegstrecke, dann bekomme ich V1 gleich Wurzel V0 Quadrat plus 2a mal Delta X. Okay. Das ist eben einfach nur unter Ausnutzung von der Ihnen bekannten gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist das Ganze ausgerechnet. Und wir wollen uns jetzt überlegen, wie sieht es denn mit der kinetischen Energie aus? Und der Anfangszustand der Bewegung ist eine Bewegung mit V0. Das heißt, die anfangskinetische Energie ist K0, ist gleich 1/2 m V0 Quadrat. K1 muss ich jetzt die Geschwindigkeit V1 nehmen und quadrieren und habe den Vorfaktor 1/2 m. Und jetzt kommt eben dieser Ausdruck quadriert und dann steht da V0 Quadrat und plus m A mal Delta X und MA wissen wir eben nach Newton 2, da oben steht es, entspricht der Kraft. Das heißt, was wir bekommen, wie ändert sich jetzt die kinetische Energie? K1 minus K0, dann fällt dieser Term, der fällt genau weg und es bleibt nur das übrig hier. Das heißt, die Änderung der kinetischen Energie ist Delta K gleich F mal Delta X. Sehr einfach, also wirklich schön einfach. Und wir sehen, interessanterweise, es ist nicht abhängig von der Anfangsgeschwindigkeit V0. Ja? Also egal, ob das nur eine große oder kleine Anfangsgeschwindigkeit ist, ob die Anfangsgeschwindigkeit 0 ist oder sogar ob die Bewegung in die andere Richtung geht, ob es negativ ist, es spielt keine Rolle. Es fällt raus und der Unterschied ist nur durch diesen Ausdruck gegeben. Also es ist unabhängig von der Anfangsgeschwindigkeit. Das ist, was wir hier dabei sehen. Sie sehen schön einfach und Sie können sich jetzt fragen, ist das jetzt nur deshalb so schön einfach, weil wir diesen Spezialfall betrachtet haben, eindimensionale Bewegung und konstante Kraft. Und ich werde das jetzt versuchen, schrittweise zu verallgemeinern und Ihnen zeigen, dass es eben weiterhin schön einfach bleibt. Es wird ein kleines bisschen komplizierter in der Formulierung, aber im Prinzip bleibt es gleich. Was ich jetzt mal betrachte, ich mache genau das. Aber ich mache das in drei Wegstücken. Sozusagen, ich beschleunige mit einer Kraft F1, beschleunige dann mit einer konstanten Kraft F2, beschleunige dann mit einer konstanten Kraft F3. Die kann auch wieder nach vorne oder zurückwärts gerichtet sein. Und wir schauen mal an, was dann passiert. Also, wir wollen drei Wegstücke.
Also ich könnte auch 4 oder 5 betrachten, da müsste ich mehr hinzeichnen. Das kommt jetzt nicht darauf an. Ich könnte sagen, wir betrachten n Wegstücke. Und dann sieht das Bild so aus, dass ich mit einer Geschwindigkeit V0 starte. Es bewegt sich hier entlang dieser Strecke. Und habe eine Anfangsenergie K0. Gut, und jetzt beschleunige ich oder bremse ab zu einer Geschwindigkeit V1 hin und habe dann eben die kinetische Energie K1. Noch ein Stück, V2 und K2 und K3 und V3 hier. Also es gibt jetzt diese 3 Stücke. Das erste Wegstück ist Delta X1, Delta X2, Delta X3. Also genau das gleiche wie oben, nur sozusagen in 3 Stücken. Und jetzt weiß ich, die kinetische Energie, Delta K, die Änderung auf diesem ersten Wegstück, ist gegeben als F1 mal Delta X1. Ich habe vergessen, die Kraft einzuzeichnen. Hier ist F1, da ist F2 und da ist eine Kraft F3, die hier am Werke ist. Delta K2 ist gleich F2 mal Delta X2 und Delta K3 ist gleich F3 mal Delta X3. Okay, so und jetzt frage ich mich, wie ändert sich die Gesamtenergie? Und zwar K3 minus K0, kinetische Energie am Ende minus kinetische Energie am Anfang. Und das kann ich jetzt schreiben als durch die Zerlegung in die 3 Wegstücke F1 mal Delta X1 plus F2 mal Delta X2 plus F3 mal Delta X3. Das vereinfacht sich, wenn die Kraft F überall gleich ist, dann kann ich F als gemeinsamen Faktor ausklammern und habe einfach, da steht F mal Delta X1 plus Delta X2 plus Delta X3 und das wäre das gesamte Wegstück. Und dann hätten wir genau wieder das Ergebnis, was da vorher steht. Und warum ist das jetzt interessant? Ich kann das jetzt machen für 3, ich kann das für 4, für 5, für 7, für 38, für 147, ich kann das für beliebig viele Wegstücke machen. Vielleicht noch eine Zeichnung dazu. Was ich jetzt gemacht habe, ist sowas. Ich kann die Kraft als Funktion des Wegs zeichnen. Kraft als Funktion des Wegs. Und ich habe irgendwo die Stelle x0, x1, x2, x3. Und ich kann jetzt die Energieänderung als Fläche darstellen. Wir hatten ja sozusagen Delta x1 mal f1. Ja, das ist das Level F1 und das entspricht der Energie Delta K1. Okay, für das zweite Stück, nehmen wir mal an, die Kraft ist ein bisschen größer, sieht das Ganze dann so aus. Hier ist F2, Delta K2 und ich kann das auch für die nächste Kraft machen, F3. Und Delta K3. Okay, es ist also die Interpretation geht über die Fläche hier jeweils und über die Zusammensetzung von Flächenstücken. Und jetzt ahnen Sie vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Wenn ich nämlich jetzt die Delta X infinitesimal klein werden lasse, ja, und viele, viele kleine Flächenstücke dann nehme und die Fläche unter der Kurve bestimme, naja, was ich dann mache, ich integriere. Und zwar können Sie jetzt eine
eine Kraft als Funktion des Ortes hinschreiben. Das wird durch irgendeine Abhängigkeit beschrieben. Entsprechende Kurve zeichne ich hier. Sagen wir mal, ich fange bei einem Punkt xa an und ende bei einem Punkt xb. Und jetzt habe ich lauter so infinitesimal kleine Stückchen. Und die sind dx weit. Und dx mal fx gibt den infinitesimalen Beitrag zu der gesamten kinetischen Energieänderung. Und jetzt kann ich die gesamte Änderung der kinetischen Energie bei Beschleunigung von xa aus bis xb, also über diese Strecke mit der Kraft f von x betrachten. Und bekommen dann Delta K ist gleich kinetische Energie bei B und minus kinetische Energie bei A. Und das Ganze schreibe ich dann als Integral, das erste Mal, dass ich ein Integralzeichen in der Vorlesung verwende. Also xA ist aber nichts Wildes. Bis xB dx mal f von x. Das heißt, Sie müssen nur die Kraft hier integrieren. Auf dem entsprechenden Wegstück und bekommen die Änderung der kinetischen Energie. Das ist jetzt der allgemeinere Zusammenhang. Also die Verallgemeinerung, die ich gemacht habe, ist von der einfachen eindimensionalen Bewegung mit konstanter Kraft zu einer eindimensionalen Bewegung mit einer Kraft, die von Orts abhängt. Jetzt die Frage, wie können wir weiter verallgemeinern? Wir müssen ins Dreidimensionale gehen. Ja, wir müssen jetzt eben beliebige Bewegungen im Raum betrachten und Kraftfelder, wo die Kraft im Prinzip beliebig stehen kann. Und auch da möchte ich mich in zwei Schritten vortasten. Die erste Verallgemeinerung ist, dass die Kraft nicht mehr entlang von dem Weg wirkt. Das heißt, ich bleibe konzeptionell eben bei dieser eindimensionalen Bewegung. Also sozusagen die Bewegung kann nur so erfolgen, aber die Kraft kann jetzt im Prinzip irgendwie schief stehen dazu. Beispiel, ich ziehe einen Schlitten hinter mir her, dann ist die Bewegung in der horizontalen Richtung, aber die Kraft wird entlang des Seils ausgeübt. So, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben die Bahn. Im Moment lassen wir die Bahn noch gerade, später verbiegen wir die auch, mit einer Geschwindigkeit V0, so. Jetzt benutze ich mal den Vektor und die Kraft, die angreift, wirkt eben jetzt nicht mehr parallel dazu. Okay, dann gibt es eine Geschwindigkeit V1 und die Kraft F wiederum. Und dazwischen soll ein Winkel Θ1 stehen. Und der kann sich variieren. Ich habe ihn ziemlich gleich gezeichnet, aber im Allgemeinen kann der anders sein. Theta 2. Bewegung eben zum Beispiel, Beispiel einfach, wenn Sie rodeln gehen und dann beim Aufstieg die Rodel hinter sich herziehen und dann sieht das Ganze eben so aus. Die Bewegung geht in die Richtung, Sie ziehen aber entlang des Seils einfach in die Richtung. Okay. Ja, was wir jetzt gelernt haben, Sie erinnern sich, was verändert die Geschwindigkeit? Also die Geschwindigkeit ist, Betrag der Geschwindigkeit ist für die kinetische Energie verantwortlich. Und wir haben die Beschleunigung generell zerlegt in zwei Komponenten, Sie erinnern sich. Die Normalbeschleunigung, die für die Krümmung der Bahnkurve verantwortlich ist, und die Tangentialkomponente. Und die Tangentialkomponente, die ändert den Betrag der Geschwindigkeit und damit die kinetische Energie.
Das heißt, wichtig ist nur die Tangentialkomponente. Also das ist etwas, was wir schon gelernt haben, oder zumindest gelernt haben sollten. Nur die Tangentialkomponente verändert V und damit die kinetische Energie. Spezialfall, nehmen wir mal an, wir haben eine konstante Kraft F, die steht aber unter einem bestimmten Winkel zu Theta. Konstante Kraft F und Winkel Theta. Dann kann ich die Änderung der kinetischen Energie einfach hinschreiben als Delta K gleich F mal dx. Wir hatten das vorher, muss aber noch den Kosinus des Winkels einfach hineinflicken. Der Kosinus des Winkels ist da drin. Ja. Also wenn die Kraft in positiver Richtung steht, ja, also die Kraft, Sie haben hier Ihre x-Achse und die Kraft ist positiv, dann wird die kinetische Energie größer bei der Beschleunigung. Es muss also dann entsprechend vom Vorzeichen positiv sein. Okay, die kinetische Energie wird größer. Kb ist größer als Ka, das muss eine positive Größe ergeben. Was Sie möglicherweise verwirrt etwas, wenn Sie sich damit schon beschäftigt haben, sind die Vorzeichen bei Begriffen wie Arbeit und so, was ich noch erklären werde. Da muss man eben genau sozusagen unterscheiden, was ist die Energie, die das System aufnimmt und damit schneller wird, und die Energie, die ich sozusagen hineinstecke durch Arbeit. Und da können Vorzeichen, Verwirrungen, glaube ich, herkommen. Vielleicht ist das der Punkt. Aber hier muss es positiv sein. Ja, jetzt die Frage, was ich hier habe. Sie haben die Kraft, die eigentlich ein Vektor ist. Sie haben die Ortsänderung, die eigentlich ein Vektor ist. Und jetzt steht da so ein Kosinus des Winkels, der dazwischen ist. Wonach riecht denn das? Erste Stunde Vorkurs Mathematik, ja? Wer sagt's? Aber wenn der nach oben zieht, dann ändert sich die Drehung. Bitte? Die? Wenn der nach oben zieht, ändert sich die Drehung, dann ändert sich die Geschwindigkeit der Geschwindigkeit. Also die Komponente nach oben spielt keine Rolle. Sie haben hier wieder sozusagen, Sie haben eine Gewichtskraft, Sie haben eine Normalkraft durch die Oberfläche und Sie haben eben dann noch die Kraftkomponente F. Und das Ganze gleicht sich immer aus. Was wir vernachlässigt haben, ist wieder Reibung. Reibung haben wir hier keine. Ja? Also wenn ich nicht explizit sage, wir haben hier Reibung in dem Problem, dann haben wir keine Reibung. Das ist die Idealisierung, die wir üblicherweise machen dabei. Sonst haben Sie eben recht, wenn ich gegen eine Reibung arbeite, dann macht das schon einen gewissen Unterschied, das Ganze. Aber hier haben wir das Beispiel, dass Sie jetzt nicht sozusagen Gleichgewicht haben, wo Sie die Reibungskraft gerade ausgleichen beim Ziehen, sondern hier haben wir den Fall, wo Sie sozusagen mit sehr niedriger Geschwindigkeit starten und das Ding beschleunigen und im Wesentlichen die Energie in die Änderung der kinetischen Energie hineingeht. So, aber jetzt zur Frage, wonach riecht das? Also zwei Vektoren und dann ist Kosinus des Theta, des Winkels da drin. Das riecht ja ganz nach dem, wer sagt es mir? Fängt mit S an, ja, das Skalarprodukt. Also das Ganze ist eben jetzt ein Fall, wo Sie eben Skalarprodukt brauchen, die Änderung der kinetischen Energie ist in dem Fall einfach F Skalar multipliziert mit Delta X, mit der Verschiebung, ja, oder Delta R, oder in dem Fall Delta X, F mal Delta X, da steckt das Skalarprodukt drin.
Gut, wir werden es nächstes Mal weiter verallgemeinern. Was passiert, wenn die Bahnkurve jetzt noch eine andere ist? Ich möchte Ihnen zum Abschluss in der verbleibenden Minute noch gerade eine Sache zeigen. Und zwar, Sie erinnern sich an den Vorlesungsversuch letztes Mal, wo ich den Beschleunigungslogger herumgewirbelt habe. Und wir schauen uns das nochmal gerade an. Ich habe das so etwa abgeschätzt, etwa 10 G zu erreichen. Und das Ergebnis ist dargestellt in dieser Kurve hier, die Sie jetzt nicht sehen, aber gleich sehen, nämlich jetzt. Das Ergebnis ist da hier dargestellt. Und in der Endphase der Bewegung habe ich hier eine maximale Beschleunigung tatsächlich von 13 G erreicht. Dabei. Also es ist eine lineare Skala, es beginnt hier mit einem G, wenn das Ding in Ruhe ist. Und dann habe ich die Bewegung immer weiter beschleunigt und habe am Schluss etwa 13 G erreicht. Und Sie können sich dann überlegen, wenn ich damit sozusagen 13 G erreiche an Normalkraft oder M mal G als Kraft dann, also 13 G als Normalbeschleunigung und das Seil ist 2 Meter lang, welche Umdrehungsgeschwindigkeit, welche Winkelgeschwindigkeit ich dabei hatte, können Sie sich überlegen. Der Versuch lässt sich leicht noch erweitern. Ich komme noch einige Male darauf zurück, zu den ähnlichen Experimenten. Dann reicht es für diese Woche. Ich wünsche Ihnen schönes Rechnen von Übungsbeispielen, primär der Physik, ja, am Wochenende. Und Sie haben, glaube ich, Samstag, Sonntag 48 Stunden Zeit, Übungsbeispiele zu rechnen für die Physik und sich so auf die Steherprüfung vorzubereiten. Und wir sehen uns dann wieder, erst am nächsten Freitag. Okay, danke. Das heißt nicht, dass der mathematische Vorkurs ausfällt. Wir sehen uns in dieser Eigenschaft wieder am Montag, aber in der Eigenschaft Physik am kommenden Freitag.